Für ein besonderes Erlebnis ein ganz besonderes Rezept. Naja, da gibt's schon noch ein paar Wünsche, die offen bleiben. Aber auch die können in München ohne Schwierigkeiten befriedigt werden. In München, so ein Kenner der Stadt, war das Schauen immer wichtiger als das Denken. Und so war der Münchner Peter Ostermeier auch an vorderster Front, als die Bilder das Laufen lernten. 1919 kaufte er ein 37 Hektar großes Gelände. Seit 1932 Sitz der Bavaria Filmstudios, wurde München zur Filmstadt mit internationalem Ruf. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte der Filmstudios am Geiselgasteig im Jahr 1920 mit der Verfilmung des Ganghofer-Romans Ochsenkrieg. Und während wir einen Blick hinter die Kulissen der Illusionsfabrik werfen, noch ein paar Fakten zur Film- und Medienstadt München. Vergnügungsviertel St. Pauli an die Isar verpflanzen. Film ist Illusion, geschickte Täuschung. Erster Sieger. Hey, okay, Mann. Blauer Brunnen knapp. Zweiter Sieger ist eh viel cooler, oder? Hey, dafür kannst du mit dem Dino-Handy nicht telefonieren.